Das ist Ihre einzige Chance, der Todesstrafe zu entkommen. Er weiß, dass Sie blöffen. Und dass man ihn so oder so hinrichten wird. Wenn irgendjemand diese Strafe verdient hat, dann ist es er. Keiner hat das Recht, einen anderen Menschen zu töten. Auch kein Staat. Bora Vidluang ist kein Mensch für mich. Für seine Schwester und ihn sind andere Menschen doch nur Handelsware. Sie lassen sie im Dutzend entführen. Sie zwingen sie zur Prostitution, verkaufen sie als Sklaven oder stehlen ihnen ihre Organe. Eine Niere auf dem Schwarzmarkt bringt bis zu 150.000 US-Dollar. Diese Sippe hat davon Hunderte verkauft, wenn nicht sogar Tausende. Und damit das Geschäft weiter gut läuft, würden sie jeden umbringen, der sich ihnen in den Weg stellt.